Die Oma, die ihre Oma-Pflichten vernachlässigt. Macht's denn Spaß? Das war die beste Idee meines Lebens. Aber wissen Sie, was einer ausgerissenen Omi hier in Disney World am meisten fehlt? Meine Enkelkinder. Ist das nicht verrückt? Also, ich find's toll. Wieso bist du eine ausgerissene Oma? Das erzähle ich dir später. Komm. Sagen Sie, Stefan, wie soll es das größte Karussell der Welt geben? Stimmt. Zeig's doch. Nach Hause nehmen, den, den und den Elefanten. Ja, wer soll denn das bezahlen? Ich mach das schon. Ja. Na und du? Papi, guck mal, sieht der nicht süß aus? Willst du ihn behalten? Ja, wenn Na, ich darf. Na, mein Junge, jetzt glaubst du, du bist in Hollywood. Auch das gibt es in Disney World. Das sind die großen MGM Filmstudios. Und wir dürfen hinter die Kulissen kommen, wo Zeichentrickfilme gemacht werden und so weiter. Hier ist Graumans großes chinesisches Filmtheater. In allen Details originalgetreu nachgebaut. Die perfekte Illusion. Und dieses Theater ist im echten Hollywood ein berühmtes Premierenhaus. Nur hier haben die Stars ihren Handabdruck im Straßenbeton als Autogramm hinterlassen. Bob Hope, Audrey Hepburn, Liza Minnelli, Humphrey Bogart, Burt Reynolds, sogar Roger Rabbit. Und natürlich Donald Duck. Oh, hallo, junger Mann. Du kommst aus Deutschland, nicht wahr? Komm her, junger Mann. Willkommen in den Disney MGM Studios. Soll ich dir alles zeigen? Ja? Dann komm! Ja, komm mit mir! Julia, die Welt gehört uns. Wir werden noch viele Reisen machen, wir sehen. Sagen Sie mal, da Sie von zu Hause ausgerissen sind, weiß Ihre Familie eigentlich, wo Sie sind? Nein, weiß sie nicht. Hätten Sie Lust, ein bisschen anzugeben zu Hause? Wie denn? Na, zum Beispiel, wenn Sie Ihnen erzählen würden, Sie hätten eine Weltreise gemacht. Oh, dazu braucht man doch mindestens 5 Wochen. Das machen wir beide jetzt in 2 Stunden. Kommen Sie mit.
Na, wie finden Sie die Kulisse? Toll. Das ist eine Maya-Pyramide. Stellen Sie sich mal darauf. Umdrehen. So? Voilà! Na. So ist schön. Und lachen. Bitte freuen Sie, ja? Das ist ja Deutschland. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Also so schnell wollte ich aber nicht nach Hause. Gut. Umdrehen. Grazie. Pardon, Monsieur. Prima. Und jetzt die Friedenspfeife rauchen. Verzeihen Sie, wissen Sie, wo es hier zum River Country geht? Kommst du mit zur Wasserrutsche, Oma Mirkas? Ach, weißt du, ich habe gerade was gegessen. Und mit vollem Magen soll man nicht ins Wasser gehen. Zeige ich euch was ganz Tolles. Eine Show mit Delfinen, Walen und Killerwalen. Das könnt ihr nur in Florida sehen. Sind hier geboren. Sie leben ein Jahr bei ihrer Mutter und erst dann beginnt das Training mit ihrem Betreuer.
Über die Entstehung der Killerwale gibt es eine Legende. Vor vielen Jahren schnitzte ein Tingli-Indianer aus gelbem Zedernholz Killerwale, die dann lebendig wurden. Man traf ein Abkommen, wonach die Wale im Meer leben sollten, sich vor allem nur dort ernähren sollten und den Menschen nicht erschrecken. Das Abkommen wurde eingehalten und die Indianer, die Killerwale, lebten in Frieden. Wie ihr seht, funktioniert das hier auch ganz gut. Deine Kapsel? Ich habe sie schon umgesteckt.
Ben spielt schon. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Dann komm. Willst du so gehen? Ach so, ja. Erwartet Sie die hohe Kunst der Magie. Lassen Sie sich verzaubern von einem Meister seines Faches, von Peki mit seiner Fantasy-Show. Ich dachte, du wolltest den weißen Leser anziehen. Komm, es geht los.